Also, warum das so ist, werde ich euch jetzt mal zeigen. Also hier hört man ganz deutlich, wenn ich den Schub halt, wenn ich mehr Gas gebe, weniger Gas gebe, also Schub erhöhe, Schub verringere, dann hört man das auch ganz deutlich. So, und das ist schon richtig, ne? Also eben halt, man hat gesehen, der Drehzahlmesser zeigte zwar eine niedrigere oder höhere Rotationsgeschwindigkeit an, aber das heißt nicht unbedingt, dass das was mit dem Schub zu tun hat. Und das ist natürlich vollkommen richtig, weil man muss sich das jetzt einfach vorstellen, dass diese Maschinen einen Propeller hatten, der starr auf dem Motor verschraubt war. Und dieser Propeller, achtet mal jetzt drauf, fast 1000 Umdrehungen, aber überhaupt kein Gas geben. Ja, das kommt daher, der Propeller ist fest montiert und es gab auch keine Möglichkeit, den Winkel der Luftschraube zu verstellen. So, und das ist natürlich der Wind, also das, was an Wind vorne auf dem Propeller wirkt, hat auch einen direkten Einfluss auf die Umdrehungszahl und das hat nichts mit Schub zu tun. Es kann sein, dass ich überhaupt kein Gas gebe, ich aber trotzdem eine hohe Umdrehungszahl habe. Das werde ich jetzt aber auch mal zeigen. Wir gehen mal auf 500 Meter jetzt rauf und dann werde ich im Sturzflug mit dieser Maschine halt von diesen 500 Meter runterstürzen und dabei kein Gas geben. Und dann wird man das ganz deutlich sehen, dass ich auf eine hohe Umdrehungszahl komme beim Motor, weil eben die Luft von vorne, die halt auf den Rotor einströmt, den Rotor dreht, ich aber überhaupt kein Gas gebe. Ja? Also wie gesagt, aufgepasst jetzt mal, 500 Meter. Und dann werde ich jetzt mal in den Dive gehen, kein Gas geben und ab die Luzi. Jetzt erst wieder Gas gegeben und wir haben aber trotzdem fast 1200 Touren erreicht, also 1200 Umdrehungen beim Motor erreicht, ohne dass ich auch nur irgendwie Gas gegeben habe. Jetzt gehe ich auf 1 Kilometer, also fast 1000 Meter jetzt mal rauf und dann machen wir das Ganze nochmal. Also, gesehen haben wir 1400 Umdrehungen, ohne dass ich auch nur in keinster Weise Gas gegeben habe. Und das ist natürlich richtig. Klar, du musst mit der Umdrehungszahl des Motors, die musst du im Blick haben. Und es kann sein, dass du vielleicht gar kein Gas gibst. Das ist dann interessant, wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Sturzflug kommst, aber teilweise auch in Kurvenflügen. Und natürlich auch, falls du viel Wind hast, also du kannst dir ja Wind einstellen, und viel Wind hast, je nachdem, ob du Gegenwind bekommst, kann sich das auch auswirken, dass du eine höhere Rotationsgeschwindigkeit bekommst. Ist natürlich ganz klar, dass du im Sturzflug, dass du immer das Gas wegnimmst, weil du hättest sonst nach wenigen hundert Metern den Motor geschrottet, der wäre kaputt dann. Und da musst du halt schon so ein bisschen gucken. Und das stimmt schon. Es hat eigentlich nichts mit dem Schub direkt zu tun, sondern es ist nur die Umdrehungszahl des Motors. Ja. In diesem Sinne, wenn Fragen sind, über WhatsApp, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Tschüss.